heutigen Brookhaven Roleplay Video werde ich das beliebte Mädchen. Seid gespannt, was passiert und vergesst natürlich nicht, den dicken fetten Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Mira, ich will ja nicht drängeln oder so, aber wollen wir uns nicht langsam was zum Essen holen? Ich habe irgendwie Hunger. Und dann können wir uns hinsetzen. Entschuldigung, Selma. Ich war vielleicht ein bisschen abgelenkt. Das lag aber nicht schon wieder an Justin, oder? Ja, natürlich lag es an Justin. Er ist einfach der tollste Junge auf der ganzen Welt. Mira, dir ist klar, dass er vergeben ist. Und zwar an das beliebteste Mädchen der ganzen Schule. Ja, ich weiß. Und Moni ist einfach nur perfekt. Wenn ich doch nur perfekt wäre. Also ganz ehrlich, Mira, ich glaube, du müsstest das beliebteste Mädchen der Schule sein, dass Justin überhaupt bemerken würde, dass du existierst. Was? Das beliebteste Mädchen der Schule? Das ist eine hervorragende Idee, Selma. Das mache ich. Ich werde das beliebteste Mädchen der Schule. Was? So habe ich das nicht gemeint, Mira. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, ganz ehrlich. Und wer will überhaupt schon beliebt sein? Das ist bestimmt voll der Stress. Aber Selma, wenn es bedeutet, dass ich mit ihm zusammen sein kann, das ist es alles wert. Später. Selma? Oh, hi Mira, was gibt's? Selma, ich war die letzten Stunden im Internet und ich kenne mich jetzt voll aus. Ich muss meine Brille loswerden. Du musst deine Brille loswerden? Warum denn das? Na, das ist ganz einfach, dass ich cooler aussehe, weißt du? Weil mit Brille sieht man aus wie ein Nerd. Okay, und was noch? Okay, pass auf, ich habe eine Liste gemacht. Kontaktlinsen habe ich dir schon erzählt. Außerdem muss ich zum Friseur, brauche neue Klamotten und dann muss ich Make-up kaufen. Du musst Make-up kaufen? Für was denn? Ja, für was wohl? Dass ich hübsch bin und die Leute mich nicht mehr auslachen. Also, ich finde, wir sind so auch hübsch. Aber wenn du meinst... 20 Minuten später. Mira? Mira, bist du da? Hi Mama, ich habe gerade keine Zeit. Was machst du denn, mein Schatz? Bist du Internet shoppen? Ja, Mama, ich möchte jetzt beliebt werden. Schatz, warum möchtest du denn plötzlich beliebt werden? Das hat dich sonst doch nicht interessiert. Ja, Mama, ich weiß schon, aber beliebt sein ist cool. Und ja, ich weiß nicht, sonst mag mich ja niemand. Aber Schatz, was ist mit Selma? Ich dachte, sie ist deine beste Freundin. Mama, sie ist meine einzige Freundin. Ich möchte mehr Freunde haben, nicht nur sie. Und ich brauche jetzt 1.293,60 Euro. Du brauchst was? Fräulein, bist du jetzt vollkommen durchgedreht? Nein, Mama. Ich brauche Kontaktlinsen, ich brauche Make-up, ich brauche neue Klamotten und ich muss zum Friseur. Mein Schatz, ich finde dich perfekt, so wie du bist. Und jeder, der dich nicht so mag, wie du gerade eben bist, der ist deine Zeit nicht wert. Glaub mir das. Du bist ein wundervoller Mensch. Und wenn die Leute das so nicht sehen, dann ist es deren Problem. Aber Mama, ich möchte das für mich machen. Ich möchte nicht länger der Außenseiter sein. Na gut, mein Schatz. Wenn du dich ein bisschen verändern möchtest, dann von mir aus. Aber ganz bestimmt nicht für 1.200 Euro. Hi Selma, ich bin's nochmal. Oh, hi Mira. Hast du schon mit deiner Mama gesprochen? Ja, habe ich. Und sie hat gesagt, dass es in Ordnung ist, wenn ich ein bisschen Veränderung haben möchte. Morgen gehen wir los und dann holen wir Kontaktlinsen und ich darf sogar zum Friseur. Und ich darf mir ihr Make-up ausleihen, wenn ich das unbedingt will, hat sie gesagt. Und vielleicht bekomme ich auch noch das ein oder andere zum Anziehen. Ich freue mich schon. Richtig cool. Wirst du denn dann wieder versuchen, in die Cheerleader zu kommen dieses Jahr? Selma, kannst du dich nicht erinnern, wie das letzte Mal ausgegangen ist, als ich mich fürs Cheerleading beworben habe? Okay, Mina. Dann zeig mal, was du kannst. Ich heiße Mira. Ja, ist mir egal. Zeig, was du kannst. Okay, los geht's, Brookhaven Doge. Los geht's, Brookhaven Doge. Ihr seid die Besten und werdet gewinnen. Wow. Oh, ups, ich habe die Balance verloren. Kann ich nochmal probieren? Ach, schade, dass ich das gerade nicht gefilmt habe. Wow, du bist wirklich gar nicht geeignet fürs Cheerleaden. Bin ich nicht? Kann ich nicht nochmal probieren, bitte? Nein, kannst du nicht. Und jetzt verschwinde aus unserer Turnhalle. Ach Mann, ihr seid gemein. Oh, ja, stimmt. Das war ein bisschen Desaster. Egal, ich bin schon mega gespannt, wie du aussehen wirst. Du bist ja jetzt schon so hübsch.
Du wirst bestimmt das beliebteste Mädchen der ganzen Schule werden. Das ist der Plan, Selma. 3 Tage später. Wie sehe ich denn aus? Meine Extensions. Wo ist denn meine Bürste? Oh, hier ist sie. Erstmal die Haare kämmen. Ein paar Sekunden später. So, das sieht doch jetzt schon viel besser aus. Mama ist die Beste, dass sie mir Extensions gekauft hat. Die waren so teuer. Gott sei Dank kennt Mama so viele Leute. Okay, und jetzt muss ich noch Make-up ranmachen. Genauso, wie es Mama mir gezeigt hat. 20 Minuten später. Wow. Ich bin gespannt, was alle in der Schule sagen werden. Ich fühle mich einfach nur toll. Mama! Mama, ich bin fertig! Wow, mein Schatz. Jetzt siehst du aus wie ich, nur ein bisschen kleiner. Du bist einfach nur wunderschön. Egal ob mit Make-up oder mit Extensions oder ohne. Das sagst du nur, weil du meine Mama bist. Nein, natürlich sage ich das nicht nur, weil ich deine Mama bin. Du bist einfach ein wunderschönes Mädchen. Innen und außen. Und ich hoffe, dass alle erkennen werden, dass das Innere das Wichtigere von beiden ist. Aber nichtsdestotrotz, mein Schatz, ich habe noch ein Geschenk für dich. Ein Geschenk? Für mich? Aber Mama, du hast schon den Friseur bezahlt und ich darf dein Make-up nutzen und du hast mir coole Sachen gekauft. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mira, jetzt mach doch erstmal das Geschenk auf. Oh, ja natürlich, Mama. Ein paar Sekunden später. Wow, Mama, du hast mir einen neuen Rucksack gekauft. Der ist richtig toll. Nur das Beste für dich, mein Schatz. Ich hoffe, dass du jetzt nicht mehr so traurig bist und in der Schule glücklich bist. Das werde ich, Mama. Danke. Guten Morgen, Selma. Wow, Mira. Du siehst so hübsch aus. Du bist jetzt noch hübscher als davor. Komm, lass uns reingehen. Wow, bist du eine neue Schülerin? Sei nicht albern, Justin. Das ist Mina. Ich heiße Mira. Hi, Mira. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Katharina. Und ich glaube, Moni kennst du schon. Ja, natürlich. Ich weiß, wer ihr seid. Wir gehen ja schon lange gemeinsam auf eine Schule. Aber ihr habt noch nie in meinem Leben mit uns gesprochen. Von daher bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wenn du möchtest, dann kannst du heute bei uns am Tisch sitzen. Oh, okay, cool. Später. Selma, macht es dir wirklich nichts aus, dass ich heute mit den anderen Tisch sitze? Das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Hä? Spinnst du, Mira? Das ist die einmalige Gelegenheit. Du wirst vielleicht keine andere mehr haben. So kannst du Justin besser kennenlernen und rausfinden, wie es ist, beliebt zu sein. Und später kannst du mir dann alles erzählen, okay? Okay, Selma. Hi. Jo, was geht ab, Mira? Du hast dir meinen Namen gemerkt? Klar, warum denn auch nicht? Setz dich einfach. Okay. Moni, willst du ihr nicht sagen, was wir heute besprochen haben? Eigentlich nicht. Moni, ist ja gut. Mina? Ich heiße Mira. Ja, egal. Mira, wir fragen uns, ob du Cheerleader werden möchtest. Also uns beitreten möchtest als Cheerleader. Denn du bist jetzt beliebt und beliebte Mädchen, die sind Cheerleader. Was? Ich? Cheerleader? Oh mein Gott! Aber ich habe mich gar nicht beworben bei euch. Ja, das musst du auch nicht. Wie gesagt, du bist jetzt beliebt und deswegen kannst du uns einfach so beitreten. Wenn du mitkommen möchtest, dann gebe ich dir dein Cheerleader-Outfit. Wow, das ist der beste Tag meines Lebens. Am nächsten Tag. Guten Morgen, Selma. Oh, endlich sehe ich dich. Ich habe gestern bestimmt 5-mal versucht, dich zu erreichen. Du hast mich nicht zurückgerufen. Was ist passiert und warum hast du ein Cheerleader-Outfit an? Ich bin jetzt Cheerleader und ich habe mich nicht gemeldet, weil ich habe die ganze Zeit trainiert und bin dann irgendwann eingeschlafen. Denn wir haben heute Cheerleader-Training und ich möchte unbedingt gut sein. Denn sie haben mich einfach so aufgenommen, ohne dass sie mich irgendwie gesehen haben. Nur weil ich jetzt hübsch bin oder so. Ist ein bisschen komisch. Das ist doch egal, ob es komisch ist oder nicht. Ich freue mich so für dich. Du bist endlich beliebt. Und ich hoffe, dass wir trotzdem noch Freundinnen sind. Hä? Wovon redest du? Du wirst für immer meine beste Freundin sein. Mira, kann ich mal mit dir sprechen? Ein paar Sekunden später. Ja, Justin, was gibt's denn? Also Mira, nachdem du jetzt so mega, mega hübsch bist und sehr nett, wollte ich dich fragen, ob du mit mir gehen möchtest. Was? Aber Moni ist doch deine Freundin, oder nicht? Ja, schon, aber du bist jetzt beliebter als Moni.
Und deswegen möchte ich gerne lieber mit dir gehen, weil du jetzt halt beliebter bist. Du möchtest nur mit mir zusammen sein, weil ich jetzt beliebt bin? Ich weiß ich nicht. Ich dachte, dass wir jetzt irgendwie Freunde sind oder so. Ja, sind wir ja dann auch. Ganz ehrlich, du willst mit mir zusammen sein, nur weil ich jetzt hübsch bin? Und davor hast du mich noch nie in meinem Leben gesehen? Und ich bin jetzt Cheerleader, nur weil ich jetzt hübsch bin? Ganz ehrlich, Justin, darauf habe ich gar keine Lust. Ich möchte weder mit dir zusammen sein, noch möchte ich cheerleadern. Dann war es aber von diesem Roleplay von heute. Falls es euch gefallen hat, lasst uns sehr, sehr gerne ein Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!